Vor einigen Tagen wurde der bekannte Islamhetzer Stürzberger angegriffen und schwer verletzt. Es ist ein gefundenes Fressen für diese ganzen Islamhasser, dass sie dieses Ereignis jetzt ausnutzen, um den Islam erneut zu attackieren. Wenn man sich jetzt aber das Leben von Herrn Stürzberger anschaut und den wahren Hintergrund sieht, warum er überhaupt das alles angefangen hat, sieht man, dass es ein emotionaler Grund ist. Ich frage jetzt die Leute, die objektiv das sich anschauen. Ist so eine Aussage normal? Ein Kopftuch ist doch praktisch eine, ja, im Prinzip geistige Vergewaltigung. Ein Kopftuch ist doch praktisch eine, ja, im Prinzip geistige Vergewaltigung. Das ist für diejenigen, die diesen Typ andauernd verteidigen, eine Aufklärung. Das ist eine Aufklärung. Es ist immer wieder fraglich für mich, dass Stürzberger, der angeblich sich zu dem Christentum bekennt, oder beziehungsweise die Leute immer wieder herum, die am meisten ihn verteidigen, auch wirklich Christen sind, die sich wirklich das anhören und sagen, genau das ist es. Habt ihr vergessen, was in eurer Bibel steht? Das sehen natürlich Leute immer noch als Kritik. Aber ihr müsst euch vorstellen, da gibt es manche YouTuber, die solche Aussagen tätigen. Beamter, der sich gerade im künstlichen Koma befindet. Ich wünsche dir, lieber Stürzi, und allen anderen Betroffenen von Herzen alles erdenkliche Gute und hoffe, dass ihr euch weiterhin jetzt erst recht nicht unterkriegen lasst. Hey, es sind unschuldige Menschen wegen Herrn Stürzberger verstorben. Wegen ihm, weil er angeblich eine Aufklärung macht, die ihr irgendwie krampfhaft noch glaubt, dass es eine Aufklärung ist. Wegen ihm sterben Menschen. Und diese Leute sagen zu ihm, genau weil das jetzt passiert ist, mach noch mehr weiter. Anstatt sich mit den Tragödien in Palästina zu befassen, wo unschuldige Kinder umkommen, konzentrieren sich manche in Deutschland auf eine vermeintliche Islamgefahr. Es wird ja auch immer gerne gesagt, dass Herr Stürzberger nur den politischen Islam angreift. Also das heißt, er muss doch gar nichts gegen Muslime haben, oder? Unsere Kritik richtet sich nicht gegen Moslems, nicht gegen Menschen, sondern gegen die Ideologie des politischen Islams. Schwachsinn! Jeder Moslem, der aus diesen Ländern kommt, der muss auf den Prüfstein gestellt werden. Denn man kann keinem Moslem trauen! Man kann keinem Moslem trauen! Politischer Islam, Islam, mich würde jetzt interessieren, wo sie die Grenze zieht zwischen Islam, politischer Islam. Weil ich behaupte, der Islam ist grundsätzlich politisch. Nehmt nur noch den Begriff politischen Islam. By the way, damit seid ihr unangreifbar. Wer noch diesen Typ verteidigt, ist genauso ein Islamhasser wie er. Aber machen wir einfach weiter. Jetzt ist da eine weitere Behauptung von Stürzberger, wo er angeblich behauptet, dass er ein Mitglied der Weißen Rose ist. Aber wir werden sehen, ob das wirklich wahr ist. Ey, du weißt wohl nicht, wenn du vor dir hast. Du hast ein Mitglied der Weißen Rose vor dir. Du weißt wohl nicht, wenn du vor dir hast. Du hast ein Mitglied der Weißen Rose vor dir. Die Weiße Rose sagt, dass ihnen bekannt ist, wer Stürzberger ist und dass sie sich klar von ihm distanzieren. Plus sagen sie noch explizit, dass er zu keiner Zeit jemals der Weißen Rose angehört hat. Und jetzt frage ich euch, ich könnte andauernd so weitermachen. Ich könnte euch so viele Sachen zeigen, was dieser Typ für kranke Äußerungen gemacht hat. Aber wenn das nicht reicht für euch, dann bringt es auch nichts mehr. Deshalb macht eure Augen auf.